Meine Schüler sind Nichtswissende. Sie sind überaus nett, angenehm, vertrauenswürdig, meist ehrlich, wohlmeinend und absolut anständig. Aber ihr Gehirn ist weitgehend leer, ohne nennenswertes Wissen, das die Folge einer Ausbildung über die eigene Herkunft und des Geschenks einer früheren Generation sein könnte. Sie sind der Höhepunkt der westlichen Zivilisation. Einer Zivilisation, die fast alles Eigene vergessen und dadurch eine nahezu perfekte Gleichgültigkeit gegenüber ihrer eigenen Kultur erreicht hat. Zu den Schulen Zugang zu erhalten, in denen ich unterrichtet habe, Princeton, Georgetown, Notre Dame, ist schwierig. Die Studenten dieser Institutionen haben getan, was von ihnen verlangt wurde. Sie sind hervorragende Testkandidaten. Sie wissen genau, was nötig ist, um in jeder Klasse eine 1 zu bekommen. Das bedeutet, dass sie sich selten erlauben, leidenschaftlich zu werden und sich stärker auf ein bestimmtes Fach zu konzentrieren. Sie erstellen hervorragende Lebensläufe. Sie sind respektvoll und herzlich gegenüber Älteren und locker und informell gegenüber ihren Altersgenossen. Sie respektieren die Vielfalt, ohne die geringste Ahnung zu haben, was Vielfalt ist, und sind Experten in der Kunst, nicht zu werten. Zumindest öffentlich. Sie sind die Speerspitze ihrer Generation, die Meister des Universums, eine Generation, die darauf wartet, Amerika und die Welt zu regieren. Aber wenn man ihnen einige grundlegende Fragen über die Zivilisation stellt, die sie erben werden, sollte man auf etwas panische Blicke gefasst sein. Wer kämpfte im Peloponnesischen Krieg? Wer war Platons Lehrer? Und wer war Platons Schüler? Wie ist Sokrates gestorben? Wer von euch hat sowohl die Ilias als auch die Odyssee gelesen? Die Canterbury Tales? Das verlorene Paradies? Das Inferno? Wer war Saulus? Was waren die 95 Thesen? Wer hat sie geschrieben und was war ihre Wirkung? Warum ist die Magna Carta wichtig? Wie und wo ist Thomas Becket gestorben? Wer war Guy Fawkes und warum ist ein Tag nach ihm benannt? Was hat Lincoln in seiner zweiten Amtseinführung gesagt? In seiner ersten Amtseinführung? Wie wäre es mit seiner dritten? Was sind die Federalist Papers? Einige Schüler können vielleicht einige Fragen beantworten, was meist auf den Zufall oder einen recht schrulligen altmodischen Lehrer zurückzuführen ist, aber die meisten Schüler wurden nicht dazu ausgebildet, die Fragen beantworten zu können. Sie besitzen bestenfalls zufälliges Wissen, sind aber ansonsten Meister der systematischen Unwissenheit. Die allgegenwärtige Unwissenheit über die westliche und amerikanische Geschichte, Zivilisation, Politik, Kunst und Literatur ist nicht ihre Schuld. Sie haben genau das gelernt, was wir von ihnen verlangt haben, nämlich wie Eintagsfliegen zu sein, durch Zufall in einer flüchtigen Gegenwart lebend. Die Unwissenheit unserer Schüler ist kein Versagen des Bildungssystems, sie ist seine Krönung. Die Anstrengungen mehrerer Generationen von Philosophen und Reformern und Experten der öffentlichen Ordnung, von denen unsere Studenten und die meisten von uns nichts wissen, haben dazu geführt, eine Generation von Nichtswissern zu produzieren. Die allgegenwärtige Unwissenheit unserer Schüler ist kein bloßer Zufall und auch kein unglückliches, aber korrigierbares Ergebnis, wenn wir nur bessere Lehrer einstellen oder die Leselisten in der Schule optimieren würden. Sie ist die Folge des Bekenntnisses der Zivilisation zum Selbstmord. Das Ende der Geschichte für unsere Schüler ist das Ende der Geschichte für den Westen. Zu meinen Lebzeiten wurde die Klage über die Unwissenheit der Studenten unter anderem von E.D. Hirsch, Alan Bloom, Mark Bauerlein und Jay Leno geäußert. Aber diese Klagen wurden mit der Hoffnung versehen, dass ein Appell an The Better Angels, das Gute, was in uns steckt, den Trend umkehren könnte. The Better Angels, das ist übrigens eine Anspielung auf Lincolns erste Antrittsrede. E.D. Hirsch hat sogar einen Selbsthilfelehrplan ausgearbeitet, einen Do-it-yourself-Leitfaden, wie man kulturell gebildet wird, durchdrungen vom amerikanischen Unternehmergeist, der hofft, dass der kulturelle Fenstersturz durch eine gute Leseliste im Anhang rückgängig gemacht werden kann. Doch es fehlt die ausreichende Einsicht, dass diese Unwissenheit die beabsichtigte Folge unseres Bildungssystems ist. Ein Zeichen für seine robuste Gesundheit und für seinen Erfolg.
Wir haben die schlechte und unhinterfragte Gewohnheit angenommen, zu denken, dass unser Bildungssystem kaputt ist. Aber es funktioniert in vollem Maße. Was unser Bildungssystem produzieren will, ist kulturelle Amnesie, einen Falt, Wissensvermittlung, soziale Gerechtigkeit und kulturelle Kompetenz zusammensetzen. Unsere Studenten sind die Verwirklichung eines systemischen Einsatzes zur Herstellung von Individuen ohne Vergangenheit, für die die Zukunft ein fremdes Land ist, von kulturlosen Nummern, die überall leben und jede Art von Arbeit verrichten können, ohne nach ihren Zielen zu fragen, von ausgereiften Werkzeugen für ein Wirtschaftssystem, das Flexibilität schätzt, geografisch, zwischenmenschlich, ethisch. In einer solchen Welt sind der Besitz einer Kultur, einer Geschichte, eines Erbes, der Einsatz für einen Ort und ein bestimmtes Volk spezifische Formen der Dankbarkeit und Verpflichtung und nicht ein verallgemeinertes und entwurzeltes Bekenntnis zur sozialen Gerechtigkeit, ein fester Bestand ethischer und moralischer Normen, die klare Grenzen dessen setzen, was man tun sollte und was nicht, abgesehen davon, dass sie wertend sind. In einer solchen Welt sind das alles nur Hindernisse und Nachteile. Unabhängig von Studienfach und Richtung ist das Hauptziel der modernen Bildung, Überreste jeglicher kultureller oder historischer Besonderheit und Identität, die noch an unseren Schülern haften bleiben könnten, abzuschleifen, um sie zu perfekten Firmenangehörigen im Sinne einer modernen Politik und Wirtschaft zu machen, die diejenigen benachteiligt, die sich ernsthaft für etwas verpflichten. Die Bemühungen, zunächst die Wertschätzung für den Multikulturalismus zu fördern, signalisierten den Willen, ein bestimmtes kulturelles Erbe auszuweiten, während die aktuelle Mode der Vielfalt ein konsequentes Bekenntnis zu einer entkultivierten und unaufhaltsamen Homogenisierung signalisiert. Vor allem aber ist die eine übergreifende Lektion, die unsere Schüler erhalten, das wahre Ende der Bildung. Das einzige wesentliche Wissen ist, dass wir uns als radikal autonomes Selbst innerhalb eines umfassenden globalen Systems mit einem gemeinsamen Bekenntnis zur gegenseitigen Gleichgültigkeit wissen. Unsere Verpflichtung zur gegenseitigen Gleichgültigkeit verbindet uns als globale Menschen. Jeder Überrest einer gemeinsamen Kultur würde diese Hauptrichtlinie stören. Eine gemeinsame Kultur würde bedeuten, dass wir etwas Stärkeres teilen, ein Erbe, das wir nicht geschaffen haben, und eine Reihe von Verpflichtungen, die Einschränkungen und besondere Hingabe verlangen. Die antike Philosophie und Praxis hat die Res Publica als ausgezeichnete Regierungsform gepriesen. Eine Hingabe an öffentliche Angelegenheiten, Angelegenheiten, die wir gemeinsam teilen. Stattdessen haben wir die weltweit erste Res Idiotica geschaffen, von dem griechischen Wort Idiotes, was Privatperson bedeutet. Unser Bildungssystem produziert ein solipsistisches, in sich geschlossenes Selbst, dessen einzige öffentliche Verpflichtung darin besteht, dass es keine Verpflichtung gegenüber einer Öffentlichkeit, einer gemeinsamen Kultur, einer gemeinsamen Geschichte gibt. Sie sind perfekt ausgehöhlte Gefäße, empfänglich und gehorsam, ohne wahre Verpflichtungen oder Hingabe. Sie werden gegen niemanden kämpfen, denn das gehört sich nicht. Aber sie werden auch nicht für jemanden oder etwas kämpfen. Sie leben in einer ewigen Truman-Show, einer Welt, die gestern konstruiert wurde, die nichts anderes ist als eine Bühne für ihren Solipsismus, ohne Geschichte oder Richtung. Ich liebe meine Schüler. Wie jeder Mensch hat jeder von ihnen ein riesiges Potenzial und große Gaben, die er der Welt schenken kann. Aber ich trauere um sie, weil das, was ihnen zusteht, ihnen nicht gegeben wurde. An unseren besten Tagen erkenne ich ihre Sehnsucht und ihren Schmerz. Und ich weiß, dass ihr angeborener menschlicher Wunsch, zu wissen, wer sie sind, woher sie kommen, wohin sie gehen sollen und wie sie leben sollen, sich immer wieder geltend machen wird. Aber selbst an diesen besseren Tagen kann ich nicht umhin, den hoffnungsvollen Gedanken zu hegen, dass die Welt, die sie geerbt haben, eine Welt ohne Erbe, ohne Vergangenheit, Zukunft oder Fürsorge, kurz davor steht, zusammenzubrechen,
und dass dieser Zusammenbruch der wahre Beginn einer echten Bildung wäre.